Hallo und herzlich willkommen zum genialsten, atemberaubendsten, unfassbarsten, geilsten und sinnlosesten Bullshit, den die Gaming- und Nachrichten-Podcast-Szene je gesehen hat. Mit dem ultra-genialen Deron und dem Harlekin. Im Gaming Cast. Harlekin und Deron im Gaming Cast. Ja, hier sind die Chaos-Chaoten 2.0. Harlekin und Deron im Podcast-Mikrofon. Wir sind nicht am Podcast-Mikrofon, sondern im Podcast-Mikrofon. Hallo Harle, du bist ja auch da. Hola, meine Freunde. Habe ich dir ins Intro gelabert? So nein, gar nicht. War perfekt, wie du angefangen hast. Alles super. Okay, perfekt. erstmal ein kleiner Vorausblick, ja. Obwohl, bevor wir den Vorausblick wagen, sagt uns doch mal, wie ihr das Intro fandet. Wir werden nächstes Mal eventuell eine andere Version haben. Sagt ja, wir probieren einfach mal ein bisschen aus, würde ich sagen. Genau. Mal so und dann gucken wir und mal, was bei rumkommt. Und wenn ihr Ideen habt für ein Intro, ja, jetzt kommt nämlich der coole Part daran, dann schreibt entweder in die Kommentare oder macht einfach eins, ladet es hoch als nicht gelistet und schickt uns den Link. Dann können wir uns das nämlich anschauen und eventuell auch runterladen und eventuell ist es im nächsten Podcast das Intro. Aha. Wie findest du das, Harle? Das finde ich mega. Okay. Zuschauereinbindung in Podcast. Also, da wir noch nicht wissen, wie oft der Podcast erscheinen wird, wahrscheinlich nur leider noch. Eigentlich immer Podcast. Der Podcast. Die Counter-Strike-Runden habe ich gerade fertig gemacht. Tut mir leid. Wir haben gerade Counter-Strike gespielt. Ich hatte über 40 Kills und wir haben die Runde verloren, Alter. Zu eurer Info, das ist nach dem Sonntagsstream, den ich gemacht habe, nach dem CSGO-Teststream. Für die, die es nicht wissen, Twitch, www.twitch.tv/deron89. Müsste es ja, sein. Link ist unterm Video. Genau. Was erwartet euch in diesem Podcast heute? Wir hatten einmal die Kanal-News, also so allgemein, was geht so auf unseren Kanälen ab und so weiter, ja. Dann haben wir allgemeine News. Jeder hat sich so zwei rausgesucht. Das können Gaming-News sein oder was weiß ich. Ein Meteorit ist in einen Baum gefallen und der Baum ist abgebrannt, ja. Oh nein, der arme Baum, Alter. Ja, passiert. Diskussionsthema ist dieses Mal der Jahresrückblick von unseren beiden Kanälen. Einmal von Harles, der ja ein bisschen älter ist als meiner. Hm. Danach, was ich gibt genauso es? Genauso wie mein Kanal. Was gibt's denn danach, Harlekin? Nach dem Diskussionsthema, weißt du es? Da gibt's die Retro-Rubrik. Da stellen wir Spiele vor, die älter sind als mindestens 3 Jahre. Verdammt, ich hab da Gaming-Tipp stehen. Aber egal, ja, dann kommt die Retro-Ecke. Ja, nach der Retro-Ecke kommt der Spiele-Tipp. Genau. Ein Spiel, was wir gespielt haben, auf jeden Fall gespielt haben, das ist ganz wichtig, weil ich würde kein Spiel empfehlen, was ich selber nicht gezockt habe. Und was wir euch ans Herz legen, was, keine Ahnung, manchmal vielleicht Free-to-Play ist, da wird das im Spieletipp dann Free-to-Play-Tipp. Manchmal ist es, keine Ahnung, ein Game, was früher erschienen ist, ein Indie-Game. Egal was, auf jeden Fall gibt es da dann einen Spieletipp. Ja, oder sowas wie Overwatch kann auch von Blizzard kann auch mal vorkommen, irgendwie, ja. Sowas zum Beispiel, ja. Also. Kann alles sein eigentlich. Aber versuchen möglichst auf Free-to-Play zu gehen. Echt? Nein. ja, dann kommen die Musiktipps. Und dazu wird es auch eine Playlist auf Spotify geben. Die findet ihr auch in der Beschreibung. Warum ich jetzt mit meinen Fingern nach unten zeige, weiß ich auch nicht. Ihr seht es nicht, aber ich zeige nach unten. Er zeigt nach unten. Und was gibt es denn danach? Unglaubliches Harlekin. Danach gibt es die Rubrik mit Filme, Kino und Serien. Ja, das ist gut. Und gibt es danach noch etwas?
Auf meinen Zettel nicht, aber auf deinem bestimmt. Ja, nämlich die Gaming-Tipps und Tricks, die haben wir vergessen. Oh, stimmt. Und eigentlich kommen die früher, jetzt machen wir sie ans Ende, ist ja auch egal. Ja, und was wird denn da so vorgestellt? Was wäre denn, was denkst du denn, Harlekin? Ja, wenn es, keine Ahnung, in irgendwelchen Spielen irgendwelche coole Bugs gibt oder sonst was. Ich erinnere mich zum Beispiel an damals, als Destiny erschienen ist. Ich habe Destiny selber nicht gezockt, nur Let's Plays von einem Kumpel gesehen. Und da gab es zum Beispiel einen Boss, der immer epische Sachen gedroppt hat und den man leicht killen konnte und der, keine Ahnung, irgendwie sofort wieder erschienen ist. Das heißt, man konnte den die ganze Zeit abfarmen. Und das war zum Beispiel ein richtig nützlicher Bug und Tipps und Tricks-Style-mäßig. Genau. Sowas hat euch da dann, oder sowas wird euch dort dann zu erwarten. Einfach ein schöner Tipp. Genau. So, dann kommen wir jetzt mal zu Nein, den. ganz zum Ach Schluss so. gibt es noch eine kleine Rubrik, die habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, die Ja. schreibe ich mir gleich nochmal auf. Ich Da auch. möchten wir euch YouTuber ans Herz legen. Egal ob bekannt oder nicht bekannt, egal ob 5 Abonnenten oder 500.000, Oder die 5 einfach im Milliarden? Moment coole Videos machen, die wir vielleicht sogar selber im Moment gucken und ja, die wir euch einfach ans Herz legen, weil wir wollen ja euch ja coolen Content bieten und wenn wir sagen, hey, der und der, keine Ahnung, Deron hat gerade richtig geile Dota-Videos am Start, dann Die gibt's da habe noch ich eine doch kleine immer, Rubrik. Halle. Okay, dann kommen wir jetzt zu den. Warte, ich überlege mir gerade was. Kanal-News. Fang du an, wenn du möchtest. Wow. Ja, ich hatte gerade nichts Kreatives. Ja, Kanal News generell. Ja, Bei fang du mir, an. ja, bin ich dabei. Kanal News generell, bei mir ist es so, dass ich den kompletten Dezember krank war. Möchte jetzt auf die Krankheit nicht näher eingehen, aber war nicht so schön. Und auf jeden Fall hat mein Kanal ziemlich darunter gelitten. Außer die Sachen, die ich mit Deron schon vorproduziert habe, hatte, kam nicht wirklich viel. Das ein oder andere Case-Opening oder den R8 Revolver bei Counter-Strike habe ich vorgestellt. So Sachen habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Aber da wird auf jeden Fall wieder einige Highlight-Videos werden da kommen. Ich werde nicht, also da wir ja viel streamen, werde ich da jetzt nicht nebenher aufnehmen, weil mir das dann einfach zu stressig ist, da im Stream dann immer eine Anmoderation und eine Abmoderation zu machen und so Sachen. Aber ich gucke mir die dann einfach im Review an, die Spiele, die wir gemacht haben, und werde da dann eben kleine Highlight-Videos rausschneiden, was für meine Abonnenten und Zuschauer auch recht angenehm ist, da die Videos meistens nicht länger als 10 Minuten sind. Außer das eine mit den 40 Kills. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Ja, ansonsten gibt es jetzt ab dem 3., eben genau ab gestern, quasi gibt es Hots auf meinem Kanal, was ich auch mit dem Deron zusammen mache. Generell machen wir im Moment sehr viel zusammen, da wir uns einfach mega gut verstehen und unsere, ja, Gaming-Skills, sage ich jetzt mal, relativ ebenbürtig sind, außer in Counter-Strike. Da bin ich Und natürlich viel besser als der Harle. ja, Weil genau. ich will euch mal eins sagen: Harle ist Gold Nova 2 und ich bin Gold Nova 3. Ja, ohne Spaß, da wurde ich heute gederankt von MG1. Also als erstes wurde ich gederankt von DMG auf MG1 und heute wurde ich gederankt von MG1 auf Gold Nova 2. Und Deron hat unter mir vom Rang her angefangen mit Gold Nova 4 und wurde nur einen Rang downgerankt. Obwohl wir die gleichen Spiele gemacht haben, habe ich mehr Downranks bekommen. Das ist richtig hart. Und obwohl ich in den Spielen bis auf 1 immer besser war. Das ist echt krass. Und jetzt kommen wir mal zu meinen News. Was gibt's denn bei mir Neues? Erstmal fangen wir auf YouTube an, bevor ich mit Twitch und bla anfange. Wie Auf Halle schon Bla bin erwähnt. ich sehr gespannt. Entschuldigung, dass ich hier reingrätsche. Ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, Halle hat's ja schon gesagt, Heroes of the Storm. Mal gucken, wie es ankommt. Wir hatten, glaube ich, ziemlich viel Spaß, wenn ich das mal so sagen darf, oder? Auf jeden Fall. Dann soll demnächst, also ich will gucken, dass ich Mittwoch und Freitag, da ist ja nix neben Dota. Ich glaube, das sind die Tage, es müssten die Tage sein. Auf jeden Fall immer noch CSGO bringe. Also immer so ein Match, also zweigeteilt dann. Immer eine T-Seite und eine CT-Seite. Oder Und, andersrum. oder andersrum. Und eventuell vielleicht nochmal das ein oder andere Hearthstone-Video, weil es mir doch ziemlich Bock macht im Moment. Und ich ziemlich Spaß dran habe.
Das war's soweit zu YouTube und. Ja, wir gucken mal, was Star Wars-mäßig noch im Sale ist. Vielleicht finden wir da noch das ein oder andere Game, was man irgendwie Koop- oder Multiplayer-mäßig zocken können. Ja, oder hast du. Du hast doch Borderlands, ne? Nee. Schade. Egal, andere Geschichte können wir ja nochmal besprechen. Genau. Jetzt kommen wir mal zu Twitch und also zu Streaming und sowas. Jetzt vom 4., also vom 3. bis zum 8.1. Also außer der 8.1. werde ich nicht streamen wahrscheinlich, aber sonst werde ich jeden Abend streamen. Und danach immer Samstagabend wahrscheinlich 20 bis 0 Uhr, außer ich kann nicht aus irgendwelchen Gründen, weil ich irgendwo hin muss. So. Ja, und ich werde gucken, dass ich natürlich so oft wie möglich mit dabei sein werde, Genau. so wie es halt passt. Genau. Und der Link wird unten drin sein. Ich hoffe, ihr schaut zu. Es wird im Moment, muss ich sagen, es ist leider so ein bisschen pixelbreich. Es ist okay, man kann es annehmen. Aber ich werde da in Zukunft versuchen, ein bisschen besser zu werden, in der Hoffnung, dass ich auch demnächst mal eine bessere Internetleitung bekomme und dann gibt es auch noch mehr YouTube wahrscheinlich. Also dann gibt es mehr von allem. Ja, das Auch war's. mehr von mir. Naja, ob ich mehr von dir will, bin ich mir ja nicht so sicher. Ja, das war's von meiner Seite zu Kanal-News. Ich denke, ja. Irgendwas ist mir gerade noch eingefallen, was ich noch sagen wollte, aber ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Das ist schade. Ach so, zu generell Podcast wollte man sagen, dass es natürlich durchaus sein kann, um jetzt einfach nochmal zwischen rein zu cratchen, dass wir vielleicht ab und zu auch mal einen Gast dabei haben. Genau, Also. das habe ich ganz vergessen. Nein, weil das ist noch nicht safe und wir wissen auch noch nicht, wer oder wen, ob es YouTuber sind, Streamer, Freunde von Also, uns. ich würde einfach nichts ausschließen, weil, Genau. keine Ahnung, wenn man, keine Ahnung, jemand hat eine coole Geschichte oder sowas und kann zu einem Thema, was weiß ich, wir haben jetzt Genau, und. DLC-Politik als Thema und du hast jetzt einen Kumpel, der bei EA arbeitet und der da dazu Stellung nehmen kann, ja. Zufällig. Zufällig, nur als Beispiel, ja. Dann wäre das Ja, ja wir nicht brauchen schlecht, das auch den nicht so groß einzuladen. ausweiten, würde ich sagen. Wir werden einfach vielleicht ab und zu mal ein paar Gäste dabei haben. Ja, genau. Sagen wir es so. Hast du eine Idee für eine schöne Überleitung zur News? Die war jetzt schlecht. Scheiße. Hier kommen die News. Nachrichten aus aller Welt. Möchtest du anfangen oder soll ich? Ich kann sehr gerne Ich anfangen. kann auch anfangen. Ich habe ja die Gaming-Seite. Okay, dann go, fang an. Also, Blizzards Klassiker Diablo 1 wird 19 Jahre alt. Am 31. Ach komm. 1996 wurde Diablo 1 veröffentlicht. Ist jetzt 19 Jahre alt. Ist doch geil, oder? Bald Bin wird der AFK. Titel 20. Und meine zweite News ist, Activision Blizzard kauft für 46 Millionen Dollar, ja, Nur $46 Millionen. die MLG Major League Gaming und mal sehen, was es für den E-Sport bringt oder nicht bringt. Ob jetzt die MLG nur noch Spiele von Activision Blizzard beziehungsweise auch Blizzard nimmt oder nicht. Mal schauen. Und Ich find's jetzt. voll das Schnäppchen, Alter. 46 Millionen ohne Spaß. Mega Schnäppchen. Ja, aber für wie viel wurde nochmal die DreamHack verkauft? Warte mal, ich guck mal grad nach. Auch zu wenig. Definitiv auch zu wenig. Wer hatte vor kurzem Candy Crush gekauft? Ja, aber bei Candy Crush musst du bedenken, da sind Lizenzen dahinter. Ja und? Die haben Candy Crush nicht gekauft wegen Candy Crush, sondern weil die wahrscheinlich irgendwelche Technik im Doch, die haben auch Hintergrund Candy hatten. Crush gekauft, weil Candy Crush im Monat Du. 15 Millionen Euro generiert. Ja, aber 15 Millionen Euro ist für die so ein Supermarktgang. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht ganz. Ich glaube mit 15 Millionen monatlich, nee, jährlich, monatlich, Ich keine Ahnung. Ich will keinen glaube, es falschen ist Knowledge Technik. droppen. Es Ah, ist ja, es einfach nur hängt schon auch mit Technik. der Technik zusammen, aber die haben das für 4,8 Milliarden gekauft, Alter. 4,8 Milliarden zu einer MLG, ja, zu der Major League Gaming für 46 Millionen. Das ist ein Witz, Alter. Ja, aber du musst natürlich gucken, was Und da hängen schmeißt auch denn die genug MLG Lizenzen ab, hinter ja? dran. Was hat die MLG denn für einen Gewinn? Und Einfach nur Vermarktungsrechte von Spielen, Alle. Was ja, sind aber du? für die Vermarktungsrechte musst du bezahlen. Ja, eben.
Da generiert sich das Geld. Wenn irgendjemand herkommt und sagt, hey, ich möchte in die MLG mein Spiel hier, das und das, dann gibt es da richtig Asche dafür, dass die da aufgenommen werden. Und 46 Millionen für. Ich find's ein Klacks, Alter. Also ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Mal gucken, wie das sich, also dass die DreamHack und die MLG gekauft wurden, wie sich das auswirkt überhaupt auf den E-Sports-Markt. Ob die so one-sided werden oder keine Ahnung, ob die mehr von den Konzernen geleitet werden. Da bin ich mir halt so ein bisschen unsicher. Vielleicht ist es auch ein bisschen Angst. Ja. Quelle dazu übrigens, ich will ja auch, weißt du, wenn ich Quellen nutze, dann mache ich auch Werbung dafür, ist bei mir justblizzard.eu. Eine sehr schöne Seite, vorbeischauen, alle Informationen zu Blizzard. Punkt. Deine Seite. Du bist dran. Okay, mein erstes Thema ist vom Sonntag, dem 3. Januar 2016. Werft baut Schiff gegen Plastikmüll. Lübecker Seekuh soll Weltmeere säubern. 10 Millionen Tonnen Plastikmüll landen nach Angaben von Umweltorganisationen jährlich im Meer. Dem soll nun ein Spezialkatamaran aus Lübeck entgegenwirken. Die Seekuh sammelt Müll, fährt mit sauberer Energie und ist überall hin verschiffbar. Ne? Das ist eine Nachricht, Alter. Halle, hast du auch schon eine Seekuh? Nee, leider noch nicht, aber die werde ich in meine Küche schicken, Alter. Nee, finde ich cool. Finde ich eine gute Idee, so ein Schiff zu bauen. Ja, ich habe auch vorhin so ein Video gesehen zu so Eimern, die so schwimmen und dann saugen die so den Müll ein, weißt du? Und dann kannst du die einfach so rausnehmen und dann ist da kein Wasser mehr drin, sondern nur noch der Müll. Ja, voll geil. Finde ich echt coole Idee. Mega cool. Mega wichtig Daumen auch. hoch. Also. Ja, absolut geil. Wollen wir So, so meine nett zweite sein? Nachricht. Daumen hoch und Bild machen. Die ist schon ein bisschen älter. Vom 31. Dezember. Naja, Da. 4 Tage. Ja, genau. Da, kurz vor Silvester, um zwar genau zu sein, um 21 Uhr abends, haben sich einige Menschen in Dubai draußen versammelt, um vom Burj Khalifa das Mega-Feuerwerk zu gucken. Und dann ist ein Luxushotel in Brand geraten. Eben diese Nachricht, mehrere Menschen verletzt. Luxushotel in Dubai brennt. Eigentlich hatten sich die vielen Schaulustigen im Zentrum Dubais versammelt, um das große Feuerwerk der Golfmetropole anzuschauen. Doch dann bricht plötzlich in einem Luxushotel ein Großbrand aus. Gefeiert und geknallt wird aber trotzdem. Ja, krass, ich habe Bilder gesehen, könnt ihr auch gerne mal gucken. Meine Quellen zu beiden Nachrichten ist ntv.de, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und da gibt es richtig krasse Bilder und Videos, wie dieses Luxushotel abgebrannt ist. Irgendwo, ich glaube, im 21. Stock oder so, ist da das Feuer Das musst du dir ausgebrochen. mal überlegen, wie willst du das löschen, ja? Ja, normalerweise durch Selbstlöschanlagen sollte so ein Luxushotel haben. Ja, das kannst du ja nicht halten. Ja, auf Dauer vielleicht nicht, aber ja, vorher erst mal eindämmen. Glaubst du nicht, dass so eine scheiß Selbstlöschanlage da irgendwas groß anrichtet? Nee. Sollte es aber eigentlich. Ja, Naja, sollte auf jeden Fall, wie vieles. gesagt, wurden 16 Menschen verletzt. Wie die Pressestelle der Golfmetropole mitteilte, wurden 13 der Opfer bei der Evakuierung des Gebäudes leicht verletzt. Ja, zudem habe ein Mensch einen Herzinfarkt erlitten, bei dem Stress kein Wunder. Hat der Feuerwehrmann die erst umgehauen und dann rausgetragen? Oder Ja, warum wurden keine die Ahnung, beim ey. Bei der Evakuierung Evakuieren auf jeden Fall verletzt? verletzt. Wahrscheinlich Treppe runtergeschubst oder so. Geh schneller! Aber je jetzt die krasse Randnews. Achtung. Zuvor hatte der Zivilschutz der Stadt, ja, mitgeteilt, es sei niemand verletzt worden. Okay. Richtig geil, oder? Erstmal so Nachrichten. Oh, was hier? Nachrichten. Ja, komm her, pass auf. Hier Brand, bla bla bla. Leute alle evakuiert. Nichts passiert. Keiner verletzt. Alles gut. Im Nachhinein 16 Menschen verletzt. Einer hat einen Herzinfarkt, Alter. Sehr gut. Das waren meine Prost, News. Wie Prost gesagt, Mahlzeit. ntv.de. Schaut vorbei. Und dann kommen wir jetzt zum Dadadadam Jahresrückblick bzw. Diskussionsthema. Bin dein Dadadadam extremst sexy. Ich bin auch ganz, ganz sexy. Nicht du, nur dein Dadadadam. Okay, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Weil ich Fang glaube, du du bist. an. Nee, ich fang an. Du hast. Warte. Ich hatte beim Kanal-News angefangen, du bei den Ach, normalen ist News. doch Jetzt egal, bin ob ich dran. abwechselnd oder nicht. Mach Ja. einfach. Jahresrückblick zu.
zu deinem Kanal, zu allem, wie es gelaufen, wie es dieses Jahr gewesen, Okay, ich habe was lief so bei angefangen, dir? ja, relativ mittig des Jahres. Also es ist ja so, generell zu meiner Person, ich bin 29 Jahre alt und habe im ja, April, Mai angefangen, meinen Kanal, den es schon seit 2008 gibt, bisschen aktiver zu führen. Der Grund dafür war, dass eben im Juni mein Sohnemann geboren wurde und ich mir gedacht habe, hey, ich hinterlasse ihm da einfach ein bisschen was, auch wenn ich jetzt in meinen Videos nicht sonderlich oft über ihn rede, aber vielleicht finde ich das irgendwann mal cool, keine Ahnung, wenn er mit 13, 14, 15 mit ein paar Kumpels zusammenhockt und sich ein paar alte Games wie Minecraft oder CS:GO reinzieht und sagt, hey, guck dir meinen Vater an, der war mal gar nicht schlecht oder auch eben mega noobig, Der je war mal nachdem. gar nicht schlecht, ey. Ja, das war der Grundgedanke für meinen Kanal. Ich wollte nicht unbedingt Abonnenten generieren oder Klicks generieren. Natürlich ist es eine schöne Bestätigung, wenn man stetig Abonnenten dazu kriegt und eben auch immer mal wieder ein paar mehr Klicks generiert, weil es einem einfach zeigt, okay, das, was man macht, ist gar nicht so schlecht. Und ja, Jahresrückblick. Ich habe holprig angefangen und zum Schluss bin ich jetzt eigentlich recht zufrieden mit dem, was ich habe. Ich habe ein cooles Intro gemacht bekommen von einem Abonnenten. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Noch was so zu hinzuzufügen? Nö, eigentlich nicht. Ja, wie hat mein Jahr begonnen? Also ich habe auch immer so ein bisschen manchmal YouTube gemacht und habe auch im Januar, ja, im Januar habe ich sogar gestreamt, 3, 4 Mal, wenn ich mich nicht irre. Da hatte ich sogar ein paar Zuschauer, so 5 bis 7, also ein paar. Es ging schon. Und dann kam das große böse Abitur. Das große böse Abitur hat mir alles geraubt, meine Zeit, mein Leben. Ich habe es letztendlich bestanden. Dann habe ich mir bis Oktober Pause genommen und habe mir dann so gedacht, ja, du könntest ja mal so mit YouTube anfangen, so ein bisschen YouTube machen. Ja, und so kam dann aufs eine aufs andere. Ich habe mir dann so gedacht, was machst du? Irgendwie Counter-Strike macht irgendwie fast jeder und Danke. Minecraft auch so ein bisschen doof. Ja, tut mir leid, ist halt so. Was ist denn so in Deutschland gar nicht vorhanden? Ja, also was, wer ist denn, also welche Szene ist denn in Deutschland noch klein und kann man vielleicht ein bisschen, ja, dran arbeiten? Und dann habe ich mir halt gedacht, Dota ist ja jetzt in der deutschen Szene, keine Ahnung, es gibt einen großen Dota-Stream und der hat 300 Zuschauer. Da dachte ich mir so, naja, also wenn du da vielleicht ein bisschen was zu machst, ist vielleicht ganz cool, kriegst vielleicht nicht viele Viewer, aber vielleicht schauen sich's Leute an und denken sich, ja, ich will auch mal eine Runde Dota spielen oder so in der Richtung halt. Ja, hauptsächlich denke ich, du hast das gemacht, auf was du Bock hattest. Ja, Ich das kommt noch glaube, dazu. Also. einen Streamer zu sehen, der 300 Viewer hat und dass der sich der Größte nennt in diesem Bereich, glaube ich, spornt einen nicht unbedingt dazu an, in dieser Richtung was zu Ja, machen, meiner Meinung nach. ich fand's halt auch ein bisschen traurig, dass es so klein ist, weil Dota ist so ein vielseitiges Spiel, weißt du? Es ist unglaublich groß, man kann unglaublich viel damit machen. Kann ich leider nichts zu sagen, habe ich noch nie gespielt. Ja, ist ja, musst du ja nicht in dem Sinne, aber es ist halt dieses, ich will so ein bisschen auch die Szene mit beeinflussen, weil ich es ein bisschen schade finde, wie klein sie in Deutschland ist. Das ist hauptsächlich Korea oder sowas, ne? Nee, China und USA. Ah, stimmt, LOL war Korea, ne? LOL war Korea, Okay. ja. Und dann im Oktober auch noch, ich glaube, es war im Oktober, haben wir mal in Maxi-Stream, also Maxi McFly, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, auch ein guter YouTuber und Streamer, würde ich sagen. Also finde ich, ja. Auf jeden Fall, Maxi ist eine coole Sau, definitiv. Da haben der Halle und ich zusammengespielt, um mal unsere Geschichte zu erzählen, ja. Da haben wir Counter-Strike zusammengespielt, ja. Da habe ich, ich erinnere mich noch ans erste Mal, da dachte Maxi nämlich, ich würde einen Smurf spielen. Da habe ich gesagt, nee, nee, ist kein Smurf. Ist mein Main. Da habe ich nämlich noch gut gespielt. Da war ich noch gut. Und, ja, dann war kurz Pause, glaube ich, so ein bisschen, weil du immer viel arbeiten musstest und so. Ja, da kam halt dann mein Sohn auf die Welt. Also jetzt nicht Oktober, sondern
Ja, im Juni und dann generell, wenn du ein kleines Kind zu Hause hast, weil du Ja, willst ja klar. deine Partnerin unterstützen und alles, hast du immer alle Hände voll zu tun. Und dazu arbeite ich noch Vollzeit 3 Schichten in einem Betrieb, ne? Genau. Und dann ist bei dir der Minecraft Survival Bros Partner weggefallen. Und dann Genau. dachte ich mir erst so, Minecraft, weiß jetzt nicht, soll ich nicht? Und dann habe ich mir halt einfach gesagt, ach, scheiß Halle, drauf. der ist so geil, mit dem muss ich was zusammen Ach, machen. scheiß drauf. Die olle Nutte, die ziehe ich durch Minecraft. Und ja, dann habe ich dir halt geschrieben gehabt, über Twitter war das, glaube ich, damals. Damals, Ja. ja. Siehst du mal, ich sag schon damals. Ja, also es war so, ich habe dann halt jemand gesucht, das über Twitter und auch YouTube und habe halt ohne Spaß, ich habe sogar, also ich habe 2 richtige Bewerbungen bekommen. Ich habe gesagt, bewerbt euch und manche haben das Wort bewerben halt zu wörtlich genommen. Genommen. Wirklich mit Zeugnissen, tabellarischen Lebensläufen. Insgesamt haben sich, glaube ich, 12 oder 14 Leute beworben und ich habe mir gedacht, hey, nimmst du den deren? Ich weiß gar nicht warum, war relativ spontan, aber ich hatte einfach Bock drauf. Ich glaube, weil du mich auch ein bisschen besser kanntest, einfach durch Maxi-Streams und sowas. Das ist nur eine Zum Beispiel Vermutung. auch aus der Dalukart-Community und so weiter. Genau. Ja, und dann, ich habe mir halt einfach gedacht, schreib's dir mal an, mal gucken. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt nicht so Gedanken gemacht. Ich habe mir einfach so gedacht, schreib's einfach mal, vielleicht. Von den seinen 60 Abonnenten zwack ich mir 10 ab. Genau. Genau so war's. Nee, Quatsch, aber dann. Ja, und dann haben wir die das erste Mal aufgenommen. Das war ziemlich chaotisch. Aber ziemlich geil. Ziemlich geil, ja. Und dann haben wir immer mehr aufgenommen. Counter-Strike. Counter-Strike. Heroes of the Storm. Kommt jetzt dazu. Dann stream ich jetzt noch nebenbei. Und so machen wir immer mal was zusammen. Jetzt kommt noch der Podcast. Ey, man muss sagen, wir zocken aber auch relativ viel privat noch zusammen. Jetzt Genau. außerhalb der Ausnahme. Ja, Ausnahme, Aufnahme der natürlich. Ausnahme. Ausnahme. Ausnahmsweise zocken wir zusammen. Nee, aber das Schöne daran ist, wir ergänzen uns sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Wir können uns gut beleidigen. Das macht immer Spaß. Und der eine hat den Skill, also du nicht. Und der andere zieht den anderen. Ja, kommt aufs Spiel drauf an. Ja, okay. Kann ich so zustimmen. Jo. Ja, und turbulent ist es geendet, würde ich sagen, für mich. Mein letzter Move dieses Jahr war, einer Feuerwerksrakete auszuweichen, um das mal so zu sagen. Mit Matrix-Moves, ja. Voll ausgewichen und ja, das war so mein Jahr. Ich weiß nicht, ich war sehr ausführlich, glaube ich. Ja. Ach ja, und was ich vergessen habe. Seit Oktober studiere ich auch Informatik in Frankfurt an der Goethe-Uni. Frankfurt City. Boys. Boys. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Und der wäre. Retro-Ecke. Genau. Ja, was hast du denn? Ich habe in der Retro-Ecke GTA ab 3, also GTA Teil 3. Dia, was weiß ich, Liberty City, Vice City, San Andreas, alle Teile, diese GTA-Teile. Und Oh, geil. zwar aus einem Grund, dass in einem dieser Teile gab es, also generell waren die Teile geil, die kann man immer noch zocken, selbst GTA 3 kannst du noch zocken. 2 ist ein bisschen mittlerweile schwierig, 1, ja, ist richtig retro, Ich aber fand eins geil. Also ich fand dieses 1 auch geil. Top-Down, weißt du, und dann Ja. siehst du halt immer nur so ein Pixel als Schuss und dann Panzer nehmen und einfach durch die Menge fahren. Ja, aber was ich damit auf jeden Fall sagen wollte, ist, vielleicht hört ja jemand von Rockstar zu. Zufällig. Genau, bitte, bitte macht ein Remake, vor allem alles Nein, ab nein, nein, GTA nein, nein, 1. nein, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. Einfach nur ins neue GTA 5 Oder ein so. Feature einbauen. Ich habe es geliebt, ja. Ich habe keine Missionen gespielt. Also nur, ne, soweit wie ich musste und alles. Ich habe es geliebt, einfach so wirklich Roleplay-mäßig in-game meinen Tagesablauf zu machen. Das heißt, ich bin quasi morgens aufgestanden, hab mir am Schrank Sportklamotten angezogen, bin raus in meine Karre, bin runter ans Meer gefahren, bin dort entlang gejoggt, ja, hab meine Ausdauer geskillt
Bin danach irgendwo frühstücken gegangen, weil man konnte ja noch wirklich in Bars rein, was essen, trinken und so weiter. Bin danach ins Fitnessstudio gefahren, habe ein bisschen Boxtraining und Krafttraining gemacht. Der Charakter hat sich noch verändert. Er hat Muskeln bekommen oder sonstiges. Bin danach zum Friseur gefahren, habe mir neue Friese verpasst. Danach ein bisschen shoppen. Dann habe ich mich mit meiner Freundin in-game getroffen. Also, ne, du konntest ja Freundinnen haben und mit denen wirklich was Alter, unternehmen. hattest du eigentlich ein Leben? Nee, ernsthaft, ich habe das wirklich so gezockt an. Ich fand es geil. Und es wäre ein Ja, ist ja cooles auch geil. Feature auch für GTA 5 Online, ohne Spaß, dass du einfach wirklich, dass der Charakter halt einfach auch mitmacht. Danach bist du zum Tätowierer gegangen. Abends hast du dich, keine Ahnung, noch irgendwo in deiner Hut mit ein paar Leuten getroffen. Du hast ja auch richtig mit denen reden können und so. Das war noch ein richtig, richtig geiles Feature. Und eben, dass der Charakter sich eben auch körperlich verändert hat. Ja, dieses Wenn du. Entwicklungsding. Genau, wenn du nichts gemacht hast, bist ständig nur Fastfood fressen gegangen, wurde dein Charakter fett. Fett. Genau, und wenn du halt trainieren gegangen bist und keine Ahnung, dann hast du eine richtig aufgepumpte Maschine gehabt und das fand ich richtig geil. Weil das hat mich zum Beispiel bei GTA 5 Online, hat mich das bei dem neuen Spiel richtig gestört, dass du da quasi so ein Hämfling spielen musst, der nach nix aussieht. Ja, oder spielen. Ja, allgemein, also GTA hatte ja auch immer so ein bisschen früher, also vor den neueren Teilen, so ein bisschen im Blick auch dieses, du machst dir deinen Charakter selbst und gehst dann halt ins Spiel und versuchst halt so mäßig deine Gang aufzubauen, Ja, im aber das gab es Prinzip. nur bei ein oder zwei Teilen, sonst hast du immer einen Protagonisten gespielt. Ja, aber ich finde das mit dieser Gang-Idee viel geiler, dass du so deinen eigenen Charakter machst, du baust so deine Gang auf, bist aber auch für dich selbst verantwortlich, ja? Muss halt, das halt nicht nur Fastfood fressen und Genau. so ein Kram. So einfach auch so ein halbes Survival-Game mit drin. Du musstest gucken, dass du was zu essen, was zu trinken am Mann hast. Eben. Das war halt einfach, ich weiß nicht, ich fand das geil. Ich fand das echt geil. Ich habe das geliebt. Da, weißt du, das ganze Viertel gehörte dir. Alles war halt schon erobert gemacht. Die Jacuzzas waren weggeballert. Und du bist einfach durch die Hood gefahren, im fetten Cabrio, wie gesagt, irgendwo was fratzen gegangen. Schnell mal zum Tätowierer, ein paar Klamotten geholt, fett eine Runde trainieren. Du warst die übelste Maschine, hattest drei, vier Freundinnen, bist da richtig abgegangen. Das war echt geil. Und das fände ich richtig cool, wenn es das beim Fünfer oder beim nächsten Teil von GTA geben würde, wieder. Kann ich nur zustimmen. Kann Jo. ich absolut nur zustimmen. Weil du kannst zwar immer noch alles machen, du kannst Tennis spielen gehen, du kannst Aber golfen gehen und so weiter. jetzt mal eine Frage. Ja. Dein bester GTA-Moment. Mein bester GTA-Moment? Ja. Ich würde sagen, genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ja, aber oder so dein witzigst, also was ist dir so Verrücktes in GTA, so was richtig Verrücktes, so witzig verrückt passiert? Ist dir da schon irgendwas passiert? Also so irgendwo, wo du sagen wirst, was Ich habe dich. im GTA 5, im letzten Teil, den ich auch relativ viel gespielt habe, habe ich es geschafft, mich mit dem Düsenjet in mein Apartment zu buggen. Also ich hatte dann quasi Okay. in diesem Luxus-Apartment oben, Ja. hatte ich quasi ein Düsenjet drin stehen. Krass. Das war echt cool. Du konntest einsteigen, aussteigen, kurz so ein bisschen, ne, so einen Senkflug in der Wohnung machen, war nice. Soll ich mal zu meinem Ja, Retro, erzähl, hau raus. also der ja gar nicht, an sich ist es ja gar nicht so retro, doch eigentlich schon. Und zwar Warcraft 3. Ich habe Warcraft 3 geliebt. Warcraft 3 war so mein erstes richtiges Computerspiel. Und ich rede nicht vom Warcraft 3, dem klassischen, sondern Warcraft 3 The Frozen Throne. Ja, ich bin AFK. Ich habe es nächtelang gesuchtet. Wunderschöne Strategie von Blizzard. Story einwandfrei, alles einwandfrei, bin danach auch in WoW gegangen, hab Arthas bei mit Lieben umgeklatscht Erzähl mal, worum und ging's bei dem Game? Was ist das für ein Game? es ist ein Strategie-Game, also es ist ein Strategiespiel, klassische Echtzeitstrategie. Okay. Du spielst halt entweder die Orks, die Menschen, die Untoten oder die Nachtelfen. Und also in der Que in der in der War das Also Multiplayer oder es gibt Singleplayer? Single und Multiplayer. Es gab eine Okay. Singleplayer-Kampagne und du konntest Singleplayer gegen Bots spielen. Im Prinzip wie Counter-Strike, nur halt als Strategiespiel. Ja, aber mit so auch mit der Top-Down-Sicht und du Genau, hast top-down. Streitkräfte generiert, so ein bisschen Command & Conquer-Style. Ja, nur dass du einen Helden hast und es ist noch ein bisschen anders als Ja, aber CSGO. so im Großen und Ganzen so ähnlich. Genau.
Damit ich halt eine gewisse Vorstellung habe, wie das Spiel läuft. Und Story war halt super cool. Es ging halt um Illidan und es ging um Arthas und diese Weil Rivalität. diese ganz normale WoW-Story halt eben Genau, einfach auch. die Pre-Story zu WoW im Prinzip. Alles klar. Wie Arthas entstanden ist und Illidan entflohen und sowas. Und Multiplayer war noch viel heftiger. Geburtsstunde von vielen Spielmodi, Tower Defense, Dota, ist aus Warcraft 3 entstanden, soweit eigentlich. Und Deswegen zockt's niemand. ey, es haben super viele gezockt und es gibt sogar jetzt noch E-Sport-Events in Warcraft 3. Ja, krass. Mit Turniergeld. Also so ausgestorben ist es gar nicht. Es ist sogar zu erwarten, dass demnächst ein HD-Remake dazu rauskommt. Ich bete sehr dafür. Oder Warcraft 4, aber das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt mal, ich will ja auch mal meinen besten Warcraft 3-Moment erzählen. Und zwar gab es in Warcraft 3 immer einen Helden, den Blade Master. Und der konnte sich halt unsichtbar machen. Windrun war das. Dann hatte der einen Crit. Und sein Ultimate war ein Wirbelwind. Und das Spiel lief so ab. Ich habe halt eigentlich fast verloren. Fast. Dann habe ich einen Bauern retten können, den habe ich über die Map geschickt und ständig Gebäude bauen lassen. Und mit diesem Blade Master habe ich erst die komplette Base auf einer LAN-Party, ja, das muss man noch dazu sagen. Wir haben das auf der LAN-Party gespielt. Habe ich erst die komplette Base von einem Kumpel von mir abgeräumt und danach seine kompletten Truppen und er ist vollkommen ausgerastet. Der hat mich so hart beleidigt, aber das war einfach so ein schöner Moment. Wie ich einfach die letzte Einheit von ihm töte und es ist vorbei. Und es ist einfach vorbei gewesen und das, keine Ahnung, das Spiel ging. Wie lang ging das? 1, 2 Stunden? Ewig. Also alle Goldminen, Holz war alles weg und ich hab den noch geholt. Keine Ahnung. Bester Coole Moment. Sache. Bester. Also, das kann man, keine Ahnung. Kann man nicht vergleichen. Kann ich auch leider gerade absolut nicht mitfühlen, weil. Du musst es dir so vorstellen, in Command & Conquer, wenn du nur noch einen Panzer hast und mit diesem einen Panzer besiegst du alle. Okay. Also, um es so zu vergleichen. Wahnsinn. Ja, nächste Woche kommt vielleicht ein besseres, nächsten Monat Also sag oder nicht so. besseres Spiel, aber einfach ein Spiel, was, keine Ahnung, Was dich vielleicht auch mehr in meinem interessiert. Interessenbereich Genau. liegt. Okay, kommen wir zur nächsten Rubrik. Spieletipp. Willst du anfangen? Soll ich? Ja, ich habe zwei Stück. Ich habe einen Free-to-Play-Spieletipp und einen Nicht-Free-to-Play-Spieletipp. Ich habe beides in eins. Okay, dann hau du am. Ah, ne, komm, hau raus. Do Ja, it. ich habe das MMO Star Wars The Old Republic. Also ich spiele es free to play. Es ist stellenweise ein bisschen nervig, weil sie dann doch ein bisschen mit Werbung anklatschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir doch. Also so mal so zum Daddeln. Also ne, wenn du es jetzt nicht betreiben willst, profimäßig betreiben willst in dem Sinne oder groß suchten willst, macht es so zum Daddeln schon echt Spaß und so ein bisschen die Story spielen und einfach so zum Spaß haben, ja. Da reicht auch Free-to-Play, außer man will jetzt, keine Ahnung, den Charakter spielen mit denen und denen. Also der soll so und so aussehen, der soll ein Twi'lek sein und soll super krass sein und jeden Loot bekommen, dann sollte man vielleicht über Abonnement nachdenken. Aber ich spiele es für free und es macht mir Spaß, ja. So, das war so meine Ecke dazu. Und die Grafik ist schön, das muss ich auch sagen. Okay, ich habe einmal Hurt World. War ja Das klar. ist ein Open World Survival Game. Noch in der Alpha. Kostet im Moment 18,39 € im Steam Sale. Oh. Und Spiel macht einfach nur mega Bock. Erinnert mich stark an Rust. Ist Aber nur einfach in cooler. besser. Es ist einfach schlüssiger, es ist flüssiger, es ist bugfreier und es ist einfach. Es macht einfach mehr Spaß und ist einfach Und die besser. Grafik ist zeitlos. Ja, das sowieso. Also, das Spiel ist echt. Für einen Comic-Look finde ich es echt schön teilweise. Gerade dieser Windsturm und sowas. Ich find's Sandsturm, nicht absolut cool Windsturm. gemacht. Eben auch diese Wettereinschlüsse und so weiter finde ich richtig, richtig geil. Der Windsturm, ey. Ja, Mann. Der Regen, Alter. Ich meinte aber Sandsturm, ich sagte aber Windsturm. Ja, ist egal, kannst ruhig Windsturm sagen.
Kannst auch Sturmwind sagen. Sturmwind. Sturmwind ist eine Stadt in WoW. Ich weiß, die der Allianz, der Ja, die Menschen. Loser. Für die Horde. Was, Okrima oder was? Ja. Oder hier Donnerfels. Ich habe Taure gespielt, ich weiß. Ich war eine dicke Kuh. Ich habe auch Taure Krieger habe ich gespielt in WoW. Taurenschamane. Okay, aber lass uns nicht abdriften. Ja, aber das dürfen wir Mein ruhig. Free-to-Play-Spieletipp ist APB Reloaded. Was zur Hölle? Hast du noch nie gehört? Nee, noch nie. Habe ich vor 4 Jahren mal richtig hart gesuchtet, das Spiel. Also es gibt's auch schon eine Das ganze google ich Weile. jetzt. Zu machen. APB Reloaded ist wie GTA, nur Open World und rein Multiplayer. APB Reloaded, das schon. Genau. Das sieht ja Ist wie ganz gesagt nett wie aus. GTA Online, nur mit einem Haufen Leuten auf dem Server. Es gibt eine gute und eine böse Seite, eben Banditen und Polizei. Die Banditen können Schaufenster ausrauben oder keine Ahnung. Alles Mögliche machen, um an Kohle zu kommen. Und die Polizisten müssen die ganze Zeit durch die Stadt fahren und patrouillieren und so weiter und eben für Recht und Ordnung sorgen. Also wie gesagt, ein bisschen GTA-Style. Gibt auch Ingame-Missionen, die man erfüllen muss in der Gruppe und so weiter. Es gibt eine riesen Social-Ecke, wo du Sachen kaufen kannst, auktionshausmäßig. Also allein dieser Social-Bereich, den es gibt. Du kannst Lieder erstellen, die bei Devs erklingen. Du kannst Autos tunen, verkaufen. Du kannst. Sieht sogar ganz cool aus. Sieht Also muss ich ganz richtig cool ehrlich aus. Ich habe sagen. das früher mega gesuchtet, so lange bis. Ich hatte das Gefühl, alle sagen zwar, es ist nicht so, aber ich hatte das Gefühl, dass es halt ein bisschen Pay-to-Win geworden ist nach einer Zeit. Eben, es gibt nur bestimmte Waffen und die musst du freispielen und dafür musst du leveln. Und du kannst dir natürlich einen Level-Boost kaufen, so wie bei zum Beispiel Heroes of the Storm auch. Ja, nur Heroes of Storm ist ja nicht so wichtig. Also später nicht Genau. mehr. Dort ist er auch nicht so wichtig, wenn du genug Zeit zum Zocken hast. Aber wenn halt du, keine Ahnung, weiß ich nicht, sagen wir mal, einen Monat zockst, bist du vielleicht Level 35 oder 40. Und wenn halt jemand anderes zockt, ist er Level 250 und noch höher. Und er hat dann eben Waffen mit Aufsätzen und Perks, was da extrem wichtig ist für die Waffen. Und da hast du halt teilweise echt keine Chance. Also da gibt es quasi Uzis, die so aufgepimpt sind durch Pay-to-Win quasi, dass du One-Shot bist, egal auf welcher Distanz und so weiter. Okay. Und das fand ich dann halt ein bisschen lame irgendwann. Aber soll, glaube ich, mittlerweile wieder nicht mehr ganz so krass sein. Aber wie gesagt, ich habe einen Kumpel noch, der zockt es immer noch, jetzt schon seit, keine Ahnung, mittlerweile, glaube ich, 6 oder 7 Jahre, Der ist ist da in wahrscheinlich einem. auch Level 7 Milliarden. Genau, der ist da in einem richtigen Pro-Clan drin, der eben auch da halt richtig ruled. Also es gibt ja da verschiedene Server, auf die du connectest, eben wo du herkommst und so weiter. Und sie haben genug Leute auf jedem einzelnen verfickten Server, den es da gibt. Und die rulen jeden Server. Um die geht nichts rum. Also so eine richtige fette Ingame-Bande. Krass. Ja, und die haben alle auch das gleiche Auto mit dem gleichen Logo, dann das gleiche Shirt und keine Ahnung, richtig krank, richtig geil. Aber wie gesagt, ist free to play, kann man auf jeden Fall mal reingucken, macht trotz alledem mega viel Spaß. Und eben free to play. So, damit wären wir beim Spieletipp auch durch. Wir rasseln hier die Sachen runter, wie Ach, ich gar nicht, hey, wir Geldscheine sind schon eine schmeiße. Dreiviertelstunde am Start. So Weil ich rasseln tun mit wir gar 15 nicht. Abonnenten der reichste YouTuber bin. Ja, siehst du mal. So. Wo sind wir jetzt? Musiktipp. Ah. Oh. Dann fange ich an, würde ich sagen. Ja, gerne. Ich habe das komplette Muttersprache-Album von Sarah Connor. Kleine Randstory dazu, bevor alle sagen, we're gay. Ich habe das Warte, meiner. warte, warte. Ha. Gay. Ja, ich habe das meiner Frau zu Weihnachten geschenkt, weil sie das halt ziemlich geil findet. Und ja, logischerweise hat sie es im Auto dann halt mehrfach reingemacht, um es eben anzuhören. Und ich muss sagen, es ist echt cool. Gerade so ein, zwei Lieder, die du, glaube ich, dann auch in die Spotify-Liste reinpackst. Ja, ich habe jetzt nur, wie schön du bist, reingemacht. Genau, wie schön du bist, was ein richtig cooles Lied ist mit einer richtig coolen Randstory. Kannst du gerne erzählen?
Die Zeit haben Okay, wir. da ging es darum, dass halt eine Frau an Krebs erkrankt ist. Die hat dieses Lied geschrieben, eine relativ junge Frau. Und sie hat sich halt gewünscht, dass dieses Lied halt einmal von einer richtig professionellen Sängerin gesungen wird. Und Sarah Connor hat es dann eben gemacht, hat es gesungen, hat es dann eben auch zu ihrem Lied gemacht. Und hat auch diese Frau dann wirklich bis zum Tod begleitet. Und da gibt es auch eine richtig geile Live-Aufnahme, mit Sicherheit auch auf YouTube, wo sie dieses Lied dann eben das erste Mal nach dem Tod der Krebspatientin singt und da halt auch das ganze Publikum heult, sie auf der Bühne heult, alle richtig fertig sind. Und das ist halt ein krass emotionaler Moment und wie gesagt, das Lied ist halt echt schön. Ich habe von den Rolling Stones Paint in Black und das Lied habe ich aus diesem Grund, weil ich spiele zwar kein Call of Duty, aber ich sehe ständig diesen Call of Duty Trailer und ich habe mich immer gefragt, also das mit diesem Kevin, weißt Ja, schon du? klar. Was Kennst du ist das Kevin für ein nicht Lied? und so weiter und so weiter. Und da habe ich mir halt gedacht, scheiße, was ist für ein Lied? Das ist ziemlich geil. Also ich fand es ziemlich geil. Und dann habe ich halt gegoogelt, geguckt und gemacht und gesucht und dann bin ich halt auf Paint in Black von den Rolling Stones gestoßen. Und ich muss sagen, das Lied gefällt mir echt gut und ich höre mir das echt gerne an. Es Rolling ist, Stones generell sind geil. Also ja, die Rolling Stones kannst du Stones. dir auf fast jedes Lied anhören. Ich habe noch CDs zu Hause, beziehungsweise wir haben sogar noch Schallplatten von den Stones. Also mein Vater hat Schallplatten von den Stones, von Bon Ja, meine auch. Jovi und ganz vielen anderen. Und das ist super geil. Also. Ich mag dieses Lied unglaublich gern. Okay, cool. Es gibt keine große Geschichte dazu, außer dass mich dieses Weißt du nicht, wer Kevin ist oder was weiß ich, abfuckt. Das ist Kevin. Mann, Mann, Mann. Okay, nice. Dann kommen wir jetzt zu den Filmkinoserien-Tipps. Dann hau mal raus. Also, mein Kino-Filmtipp ist James Bond Spectre. Warum? Warum James Bond Spectre? Viele mögen diesen Film nicht, warum auch immer. Verstehe ich nicht. Aber ich finde einfach, Christopher Waltz, mein allerliebster Schauspieler, spielt den Bösewicht und er spielt ihn so verdammt gut. Und das macht diesen James Bond so krass gut und geil. Ich finde ihn einfach geil. Und ich könnte mir wieder anschauen und wieder und wieder und wieder und wieder. Punkt. Mein Serientipp ist die Serie eines Serienmörders namens Dexter. Die Serie ist gleichnamig, also Dexter. Und ich bin mittlerweile an der finalen Season angekommen. Und kann irgendwie nicht weiterschauen, weil ich nicht wissen will, wie es endet. Eigentlich, ich mag diesen Charakter so und ich mag diese Serie so, die ist unglaublich toll. Also es klingt voll böse, weil es halt ein Serienmörder ist, aber Ja, jedem das seine. so wie der Charakter gespielt wird und Kranker Bastard. wie das zum Ausdruck kommt, und wie das dargestellt, wie ein Serienmörder dargestellt wird. Finde ich total. Also finde ich, es ist so gut gemacht. Das ist so unglaublich gut gemacht. Wiederholst dich. Es tut mir leid. Punkt. Ende. Du bist dran. Pokémon. Okay, mein Filmtipp ist Muted. FF7, Microphone activated. Fast and Furious Nummer 7. Habe ich gerade jetzt an Weihnachten geguckt. Oder kurz vor Weihnachten oder kurz nach, keine Ahnung. Auf jeden Fall um Weihnachten rum. Cooler Film, nur ich finde Jason Statham als Mega-Bösewicht ein bisschen überzogen, Alter. Echt? Weil, Wieso ist ja, der so überzogen? Erzähl mal. ganz ehrlich, der kämpft gegen Dwayne The Rock, fucking Hell. Drecksmaschine Johnson und gegen Vin Diesel, ja, und den Rest vom Clan. Und er ist ja, ne, ein ausgebildeter, keine Ahnung, ehemaliger Ex-Marine, CIA, BKA-Agent, was weiß der Geier, der jetzt eben, Bombenbauer. was? Bombenleger. Ja, Bombenleger, genau, der jetzt eben privat da den Mörder seines Bruders sucht. Und der, keine Ahnung, der nimmt sich halt einen nach dem anderen, nimmt er sich vor. Und auch dann in Gefechten, der
kommt quasi zum The Rock ins Büro, um da ein paar Daten vom Rechner zu ziehen und die kämpfen gegeneinander. Ey, ganz ehrlich, wenn du von Dwayne Motherfucking Rock Johnson ja eine Schelle kriegst, Alter, dann stehst du nie mehr wieder auf, das schwöre ich dir. Außer es Und ist Arnold Schwarzenegger, weil er ist der Terminator. ja, trotzdem, ganz ehrlich. Auf jeden Fall, keine Ahnung, macht er da halt immer mit und mit und mit und mit und keine Ahnung, steckt halt alles ein und steckt alles weg und ach. Ja, ich finde es ein bisschen überzogen, aber ist halt so. Aber trotzdem mega cooler Film. Hat mir echt saugut gefallen. Vor allem zum Schluss, weil es ja eben, ne, der Film ist, in dem Paul Walker gestorben ist. Ja. Der kam ja beim Autounfall ums Leben. Und Leider. seine Brüder, also seine zwei Brüder, haben ja dann für ihn den Film fertig gespielt quasi. Echt? Wusste Und ich gar nicht. ja, und auch die Widmung zum Schluss dann, wo sie sich eben voneinander verabschieden und ne, er gen Himmel fährt und so. Und boah, da drückt's dir schon so ein Tränchen raus. Also das ist schon echt hart dann das zu sehen und eben auch man kennt ja die Randstory, dass er eben auch beim Autounfall ums Leben kam, wie sonst, weißt du, wie sonst hätte er ums Leben kommen sollen? Ja, Ja. das fand ich halt schon krass. Okay, Kinotipp habe ich Peanuts. Ist ein animierter Zeichentrickfilm. Kommt jetzt oder ist gerade im Kino angelaufen. Richtig nice. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen, aber viele, viele Trailer geguckt. Ich finde die. Stümper. Ja, ich war leider noch nicht im Kino, hab's noch nicht geschafft. Aber das ist mein Kinotipp, auf jeden Fall. Das mit dem Und. Kleinen rein, eigentlich? Na, bringt ja noch nichts. Das ist jetzt 7 Monate alt Ah ja, jetzt. stimmt. Ist ja noch ein Der bisschen. bringt leider noch gar nichts. Guckt Nee, aber aber. schön nach Feuerwerk. Ja, aber guckt schön am Feuerwerk, genau. Nee, was ich cool finde, ist, die haben Snoopy halt so einen richtigen Charakter gegeben. Sonst ist er ja, ne, nur der Hund, weiß nicht, der wo Peanuts geguckt hat. Ich habe es früher eben extrem viel geguckt, Ja, weil es ich halt ein auch tatsächlich. Zeichentrick aus meiner Kindheit war. Obwohl ich 95er bin, ich habe es tatsächlich auch gesehen, ja. Ja, und wirklich einen Charakter hat er nicht. Er ist halt der Hund von Charlie Brown. Aber in dem Film geht er halt richtig ab und ist richtig. Er ist einfach ein richtig schöner, cooler, animierter Zeichentrickfilm. Mein Kinotipp, mein Serientipp, ich habe zwei. Das ist einmal der Club der Roten Bänder. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mir nicht. Nee, leider Dreht nicht. sich, also hat auch eine Geschichte, ist eben ein AIDS-Kranker gewesen, der. Du magst so sentimentale Sachen, kann das sein? Ja, das ist aber, weiß ich Es nicht, ist das. jetzt kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur Ja, so ein was heißt Gedanke. sentimentale Sachen? Es ist eine coole Serie und behandelt viele krasse Themen und ist halt einfach mega interessant. Und ich habe halt die Dokumentation dazu gesehen, bevor ich die Serie gesehen habe. Und ging halt eben darum, dass dann Spanier eben AIDS hatte und der hat dann eben ein Buch geschrieben und irgendwann kam dann jemand und hat halt gesagt, hey, dein Buch ist mega krass zu deiner Geschichte, lass uns einen Film dazu machen, eine Serie. Die lief dann in Spanien, dann irgendwann in England, dann in Amerika, Wie dann das in da so ist. Deutschland und eben fucking worldwide. Und ja, dreht sich einfach darum um Jugendliche, die halt eben nur sich haben, die verschiedene Krankheiten haben und ja, dann gibt es noch einen Erwachsenen, der dabei ist, der von dem einen eben ein krasser Kollege ist, weil er den eben auch im Krankenhaus kennengelernt hat. Der kriegt dann zum Beispiel Alzheimer diagnostiziert und ja, vergisst halt jeden Tag ein bisschen mehr und erinnert sich zwar noch, keine Ahnung, an seine Erna, die er mal vor 65 Jahren geheiratet hat, aber eben nicht mehr an den Flo, den er, keine Ahnung, hier im Krankenhaus kennengelernt hat. Und ja, es ist halt ein guter Freund von ihm geworden, weil er ihm durch viele schwere Zeiten geholfen hat und er hat halt Angst, vergessen zu werden, logischerweise. Und er wird eben auch irgendwann vergessen. Aber ich will die Serie auch nicht zu sehr spoilern. Auf jeden Fall handelt vom Krankenhaus, von ein paar Jugendlichen und dem einen oder anderen Erwachsenen. Wie gesagt, behandelt eben auch Magersucht, AIDS, keine Ahnung was, Knochenschwund, halt alle so krasse Krankheiten, die es gibt. Deswegen Club der Roten Bänder für Jugendliche, die eigentlich mehr oder weniger dem Tod geweiht sind. Aber beim nächsten muss ich eigentlich weghören, weil ich will die Serie noch selbst schauen. Ja, ich werde dazu nicht viel spoilern. Ach so, das finde ich Die gut. der zweite Serientipp ist The Man in the High Castle. Muss ich Ist ein. sagen, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja. Super geiles Setting, super geile Idee. Also
Es klingt wieder voll böse, aber es erinnert mich halt an Wolfenstein. Wolfenstein war auch super cooles Spiel. Ich habe es zwar selber nicht gespielt, aber geschaut. Der neueste Teil. Als Let's Play. Der neueste Okay. Teil, ja. Aber von wem hast du das Let's Play gesehen? HJ, also Homer J und von Gronkh, glaube ich. Okay, ich hab's vom Hardy geguckt, von Pete's Meat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall fand ich die Idee bei Dings schon extrem geil. Aber die bei The Man in the High Castle finde ich noch mal geiler, weil sie ein bisschen logischer ist. Also von dem, wie es scheint. Ich habe nur die Trailer gesehen. Genau, es sind manche Teile dabei, die meiner Meinung nach zu krass sind. Die selbst in einem dritten Reichsregime, also es geht generell in der Serie darum, dass eben Hitler und Japan, also die Rechten und Japan, den Krieg gewonnen haben. Den Zweiten Und Weltkrieg. genau, den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und wie die Welt eben heute aussehen würde, wenn das geschehen wäre. Und Also spielt halt auch. es ist nur eine was wäre wenn Idee in dem Sinne. Genau. Und spielt halt eben auch viel in Amerika und so. Da ist eben Nordküste, Westküste getrennt. In der Mitte gibt es so eine kleine neutrale Zone. Eine Seite gehört Japan, die eine Seite gehört eben den Deutschen. Da Den gibt es dann auch Deutschen. mitten, da gibt's dann auch mitten in Amerika New Berlin. Das ist ja geil. Ja, und da wird so eine Schlacht nachgestellt. Aber das passiert alles eigentlich auch schon in den Trailern, also das ist jetzt nichts Gespoilertes, wo eben sie New York angreifen und eben über die, ne, Seeseite logischerweise, oder Meerseite logischerweise, und dann zum Schluss einfach Bam-Knöpfchen gedrückt, Atombombe drauf und so eben dann auch damals eben den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, indem sie einfach Amerika ausradiert haben. So Krass. startet dann einfach die Geschichte. Und ja, wie gesagt, ich finde, das Ding an sich, ja, ist eine so geile Serie. Einfach auch, weil wieder diese Diese Idee einfach. zwiespältigen Kompromissdinger, gar nicht mal scheißegal, ob Nazis oder Nicht-Nazis oder sonst irgendwas, einfach, da ist, die Hauptfigur ist so ein Ober-Ober-Feldwebel, eben der deutschen Streitmacht, wo dann, keine Ahnung, der jeden verrät, selbst irgendwie seinen Bruder oder so, bei dem er gemerkt hat, ey, der, keine Ahnung, wird eher so offen denkend anstatt eben rechtsdenkend. Und dann kommt er zu denen zu Besuch und zum Essen und dann wird er einfach nach dem Essen sagt, hey, es war voll schön, dass du hier warst und so, aber ne, weißt ja, was jetzt kommt, und dann will er gerade gehen, dann wird er an der Tür einfach von dem SS abgeführt. Boah. Und du weißt genau, was passiert. Boah. Ja, Das ist natürlich. und Ich habe mich wirklich bei der Serie gefragt, da bin ich auch ganz ehrlich, ob die in Deutschland zugelassen wird. ja, sie haben sie halt extremst gekürzt. Also ich habe die also in Englisch im Originalen gesehen. Was ich jedem auch empfehlen würde. Also ich kann auch verstehen, dass sie so extrem kürzen in Deutschland. Weil es halt Deutschland ist, ja. Also da, ich kann das Ja, stellenweise und schon ich muss verstehen. sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Es ist Fernsehen, ja. Fernsehen. Im Es Fernsehen ist halt werden so ein auch. bisschen, ich finde es manchmal ein bisschen kritisch. Ich kenne jetzt die Szenen nicht. Vielleicht sage ich, wenn ich die Szenen sehe, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Es geht nicht darum, ob es schlimm ist oder nicht. Es ist einfach Fernsehen. Jeder kann sich angucken, eigentlich, was er will. Im Fernsehen werden auch Leute getötet oder sonst was geschnetzelt oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach Fernsehen, ganz ehrlich. Jeder muss wissen, was er sich anguckt, und wenn er es nicht gucken will, soll er wegschalten. Ja, ich weiß nicht. Also gerade so Indizierung und sowas ist ein ganz schweres Thema. Ja, müssen wir uns jetzt aber auch nicht drüber unterhalten. Was ich noch sagen will, ist, dass halt eben das dort der Fall ist, dass. Zum Beispiel, sie laufen dann spazieren und man denkt so, hey, cool, krass, Alter, wie geil jetzt das aussieht einfach. Sie laufen so eine Allee entlang und es fängt halt einfach mega an zu schneien. Es sieht so geil aus. Und der Typ bleibt stehen, legt so den Kopf in den Nacken und denkt, ah, merkst du es, wie geil es sich anfühlt? Und seine Frau so, ja, Schatz, ich liebe auch den ersten Schnee im Jahr. Das ist kein Schnee. Das örtliche Krankenhaus tut wieder was für die Gesellschaft. Oha. Und es werden halt einfach Oha. Behinderte und Kranke verbrannt, Alter. Das ist krass. Es ist richtig krasser Das Scheiß. ist richtig böse. Und da kommst du dann wieder an den Zwiespalt, weil eben sein Sohn an einer Knochenschwundkrankheit erkrankt und er sich da halt einfach dann, ne, auch entscheiden muss. Wie gesagt, viel mehr. Du hast gerade bei mir geleckt.
Warum auch Ja, wie immer. gesagt, viel mehr spoilern wollte ich dazu nicht. Das Achso, war's okay. eigentlich. Das war meine Film-, Kino- und Serientipps. Dann kommen wir jetzt zu unserer vorletzten wunderschönen Rubrik Gaming Tipps und Tricks. Da Tada! da. Da. Ich habe leider keinen anzubieten heute. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wüsste spontan nicht, was ich sagen soll. Mein Gaming, okay, ich habe einen. Mein Gaming-Tipp ist, seid nicht dumm. Denkt drüber nach. Okay, ja, mein Gaming-Tipp ist einmal natürlich zu Hurt World. Es ist einfach ein Spiel, was ich im Moment extrem gerne zocke, auch mit dem guten Liquid Duck zusammen. Grüße. Grüße. Quack, quack. Und was? Quack, quack. Quack, quack. Und ja, es gibt da eben einen Bug, dass wenn du dich an den Türrahmen stellst, die hochspringst und dabei die Türe öffnest, dass du dich eben auf die Türe draufbackst und so kannst du extrem safe Basen oder Bases bauen, was extrem cool ist. Das war mein Tipp. Probiert's aus. Testet es und schaut es euch an. Eben. Tada! Dann würde ich sagen, sorry, mache ich gleich mit der letzten Rubrik weiter. Du bist schneller als gedacht. Wollte ich gerade auch Entschuldige. sagen. Ja, YouTuber, die ich empfehlen würde, es passt gerade so gut, schaut bei Liquid Duck vorbei. Er macht richtig, richtig krass geile Hurt World Videos. Ja, die Speedbuildings, Alter. Genau, richtig hammerhart, Alter. Richtig geil geschnitten, Die geile Kartbahn. Musik. Viele Ideen, zum Beispiel letztens hat er eine Kartbahn gebaut, wo sie Rennen gefahren sind. Das war jetzt zufällig meine Idee. Gestern war Schießbude. Ja, Mann, richtig fett, ohne Witz, richtig, richtig geil. Ich muss gerade mal gucken. Ich hatte irgendwas, was ich gerne schaue in letzter Zeit. Und da muss ich kurz mal auf mein iPod schauen. Ich würde noch generell sagen, was ich gerne schaue, aber ich Ach glaube, so. das hebe ich mir einfach auf. Ja, du kannst es dir auch aufheben oder du sagst es jetzt einfach. Ist mir wurscht. Ja, wie gesagt, generell meine Kanäle, die ich jeden Tag gucke, sofern mir Zeit dazu bleibt, aber meistens schaffe ich's. Ich lasse dann mit dem Handy oder mit dem Tablet dann neben, wenn ich koche oder so, lasse ich das dann irgendwie laufen oder abends vorm Schlafen ziehe ich mir die noch rein oder was auch immer. Auf jeden Fall, was ich jeden Tag gucke, sind Videos von Dalu, gerade was CSGO angeht und Rainbow Six Bei mir oder genauso. alles, was mit Craft Attack oder Minecraft zu tun hat. Und Peetsmeet, ich bin absoluter Peetsmeet-Fan. Und da Ja, ziehe ich mir auch also so gut. so was ich täglich schaue, ist Dalu und Gronkh. Aber Gronkh nicht so alles, nur so manche Sachen, die mich halt interessieren. Mit Gronkh hab ich angefangen. Mit Gronkh bin ich zu Let's Plays gekommen. Und was ich im Moment ganz gern schaue, ist beim Goro bei. Prison Architect, weil der baut einen Frauenknast. Und das ist, also es ist cool, ist ganz cool. Manchmal flucht man ein bisschen, weil er ein bisschen Scheiße baut, aber kann man nichts Ja, machen. Prison Architect habe ich vom Chris auch von Peetsmeet gesehen. Der macht es richtig, richtig gut. Also das ist auch ein richtig, Also richtig das gutes schaue Let's ich im Play. Moment wirklich gerne und ich sag heute mal zwei Sachen, weil ich ein bisschen cool bin. Ja, hau raus. Ich habe jetzt auch schon 100 Sachen gesagt. Bei Vex, also It's Vex auf YouTube, diese Bäm, bin ich ganzen raus. CSGO Funny Moments und so ein Kram, die sind super witzig. Da schaue ich gerne rein. Das macht einfach Spaß. Vex ist ein cooler Typ, ich diss ihn gerne. Generell auch bei Ja, ich Dano im auch. Stream oder so. Aber Vex ist eigentlich ein cooler Typ. Der Gnome. Gut. Wow. 1 Stunde und 3 Minuten und. Eigentlich echt kurz. Nee, gar nicht, Alter. Das Naja, wenn war du mal von so A bis Z überlegst. vollgepackt, alles, was wir jetzt nur noch in die Länge ziehen würden. Es werden mit Sicherheit auch im Laufe des Podcasts noch Rubriken dazukommen. Wir waren natürlich auch ein bisschen schnell, muss ich sagen. Also wir waren sehr schnell, fand ich. Ja, du hattest ja fast zu allem irgendwie nur die Hälfte. Das stimmt überhaupt nicht. Naja. Ich habe meistens viel mehr gesagt als du hier, ne? Gar nicht wahr. Du hattest keinen Spieletipp. Du hattest keinen Ich hatte einen getrennten Spieletipp. Kino- und Filmtipp. Ja, komm. Einen Spieletipp hatte ich. Ja, okay.
Nee, ich fand's gut, so wie es war. Es war knackig, es war voll mit Themen, es war interessant. Und ich denke, wir sollten es jetzt auch nicht unnötig. Es ist der erste Gamingcast von dem guten Deron und mir. Ja. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz. Ich find's geil. Find's echt cool. Ich auch, was ich nur noch gerne hätte. Und da rufe ich wieder zu euch auf, die ihr da draußen, die da vor dem Bildschirm sitzt und uns zuhört oder was ihr gerade auch tut. Auf jeden Fall, ihr hört uns zu. Also du und du, ihr zwei, Du ihr und seid du, genau. gemeint. Ihr seid gemeint. Seid kreativ, macht uns gerne ein Intro, ladet es hoch, zeigt es uns, haut es uns ins Gesicht, bis wir es uns anschauen. Schreibt uns auch gerne noch Sachen, die ihr vielleicht gerne noch hören Genau. oder wissen wolltet. Wollt ihr noch mehr über uns erfahren? Wollt ihr... Macht das in den Kommentaren auf Twitter. Wir lesen das. Genau, mehr Wir richten explizite Sachen vielleicht zu Gaming oder was auch immer oder zu noch einem eine besonderen E-Mail-Adresse Spiel. ein. Das müssen wir Bitte? nochmal. Eine E-Mail-Adresse machen wir noch. Da Oh könnt ihr ja, eine dann Sachen E-Mail-Adresse. Wie einschicken. wird die lauten? Das ist jetzt mega schlecht. Das ist jetzt mega, mega Das schlecht. ist mega schlecht. Wir machen sie in die Beschreibung. Nein, 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 das ist mega schlecht. Das machen wir nicht. Ihr schreibt entweder Harlekin1909 LP auf Twitter Oder oder. @deron899. Genau. Da schreibt er, wenn ihr Fragen habt an uns oder an generell über den Podcast, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr uns einfach irgendeine Geschichte erzählen wollt, wenn ihr über irgendein bestimmtes Spiel. Leser, also Leser beziehungsweise Hörerbriefe. Auch keine schlechte Idee. Alles, 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 was ihr wollt. Genau. Schreibt uns einfach auf Twitter alles, was ihr wollt. Und Wir gucken uns das an. sehr cool wäre, wenn jemand Übergänge machen könnte. Also sowas wie ein Sound für Kanal-News, ja? Das Ja, wäre nicht noch sehr, sehr cool. Soundboard einfach. Ja, bis ich ein Soundboard programmiert habe, ist der Himalaya um. Nee, sowas braucht man nicht. Das löse ich, das Problem. Gut. Aber wäre auf jeden Fall cool, wenn da jemand so Sounds machen könnte für. Das kann man ja trotzdem mal sagen. So ein, keine Ahnung, einen coolen Sound einfach. Lasst euch was einfallen, seid kreativ. Okay. Und wir arbeiten an uns. Schreibt uns Tipps, Tricks. Einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schaut beim Harlekin vorbei. Der ist Und beim nämlich cool. Deron. Ah, jetzt auf einmal, oder Ich bin aber cooler als der Harlekin. was? Ich sag Ja. nur, ich und meine Sonnenbrille. Alles klar. Dann Dankeschön fürs Zuhören. Ihr seid die geilsten. Und Auf Wiedersehen. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.